Ich würde mal sagen, wir holen uns mal eine Niederländerin auf die Bühne. Wir freuen uns auf eine Spielerin, die kommt zu uns vom Center Papendal. Das ist ein Team, National Sport Center Papendal. Da kommt sie nämlich her. Sie ist geboren in Kapell an der Eisel. Hoffentlich ist das richtig. André, sie kommt von Schliedrecht, ne? Tessa kommt, hat letztes Jahr, es tut mir leid, aber ja, ist ein bisschen... Ich bin offen für Veränderungen und für Korrekturen. Sie hat letztes Jahr in Schliedrecht gespielt. So ist es. Und das, weil ich das nicht aussprechen kann, habe ich das weggelassen. Schliedrecht. Ja, sag ich doch. Ja. Jedenfalls, wir freuen uns, dass sie unsere neue Nummer 5 ist. Tessa Polder. Tessa sagt auch, sie wäre 1,89 Meter groß. Natürlich, ich bin geschrumpft. Herzlich willkommen in Aachen. Du hast vorher in Schliedrecht gespielt, ne? Das wissen wir ja alle. Ja. Und bist Mittelblockerin. Und du hast auch schon 24 Mal für die A-Nationalmannschaft von Holland gespielt. Das hat mir Google verraten. Aber nicht, dass du aus Schliedrecht kommst. Ich war dabei, als du nach Aachen gekommen bist mit deinem ganzen Gepäck und dann gab es einen Spezialtransporter für dein gefährliches Haustier, für Pietje. Tessa hat ein Tier mitgebracht, Pietje, und jetzt sagst du uns, ob es ein Krokodil ist oder eine Ratte oder was ist das für ein Tier? Pietje ist mein Hamster. Ein total süßer Hamster und ich fand den Namen toll. Wie geht's Pietje? How is it with Pietje? Oh, Pietje really likes Aachen. He didn't saw a lot of the city, but he likes my room, so. Also Pietje geht's gut, sie hat noch nicht so viel, Pietje hat noch nichts. Ist ein Mädchen oder ein Junge, Pietje? Pietje ist ein Mädchen. Ist ein Mädchen. Sie hat noch nichts von Aachen gesehen, aber vom Raum von Tessa. Und wie geht's dir in Aachen? Wie gefällt dir Aachen? Fühlst du dich wohl in Aachen und bei den Ladies in Black? What's about you? Do you like Aachen? Do you like your flat? Do you like your area around the flat? Yeah, I really like Aachen, our apartment. I live at Franke, it's like middle in the center. And my room is huge. So, yeah, I really like it. Also sie hat das Glück, in der Wohnung zusammen mit Frauke, zu der kommen wir gleich, mitten im Zentrum. Und deshalb heißt eure flat, the name of your flat is? The center. The center, genau. Wir reden jetzt über das Center Flat. Is it a problem to live so near to Aquis Plaza, for example? Yeah, for my money it's really bad. But yeah, I think it's really nice, only it's a little bit loudy when I open the windows, yeah. But it's okay. Also es ist schlecht fürs Portemonnaie, so nah am Aquis Plaza zu leben, weil das ist ja genau die Zielgruppe, die hier mit uns auf der Bühne steht. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch toll, schön mittendrin in der City zu wohnen und sie liebt das. Saskia, sag du uns was über Tessa. Na gut, so wie die anderen beiden, bei der Jugendauswahl auch in meiner Mannschaft gewesen. Als Mittelblockerin unheimlich viel Möglichkeiten, hat nach meiner Meinung leider letztes Jahr zu wenig gespielt, also die muss ja dieses Jahr ran und das kann sie auch und sie wird sich dann auch schnell weiterentwickeln. Das sind mal Worte, da freuen wir uns drauf auf eine schöne Saison mit dir und jetzt hören wir mal, wie das Publikum Tessa Polder sagt. Ich glaube, das ist einfach, aber man weiß es nicht. Wir begrüßen unsere neue Nummer 5 der Ladies in Black, Tessa Polder! Das ist du. Dankeschön.